Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich grüße Sie mit einer weiteren Ausgabe des Videotickers vom Frankfurter Börsenbrief am Freitag, dem 7. Januar. Recht gemischt war gestern das Performance-Bild der einzelnen Märkte. Der DAX konnte ja gestern zulegen um 0,6%. Der Eurostox war nur ganz hauchdünn im Plus mit plus 0,09%. Verschiedene andere europäische Indizes zeigten sogar ein Minus in der Tagesperformance. Auch in den USA ergab sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones und der S&P 500 lagen leicht im Minus zum Schlusskurs, der Nasdaq leicht im Plus. Wie soll man das interpretieren? Die Märkte scheinen ein wenig die Richtung zu suchen. Es scheinen auch ein wenig die Anschlusskäufer zu fehlen, wie das ja häufiger vorkommt, in einer kurzfristigen Topbildung. Mit anderen Worten, das gestrige Chartbild oder beziehungsweise Performancebild der Märkte passt hervorragend in unseren kurzfristigen Erwartungsrahmen. Besser könnte es eigentlich sogar kaum laufen. Nochmal zurück zu den USA. Über den ADP-Arbeitsmarktbericht hatte ich an dieser Stelle ja schon gesprochen. Heute steht nun der große, also der offizielle Arbeitsmarktbericht für die USA an. Nach einer Befragung von Bloomberg liegt die Erwartung bei plus 150.000 neuen Stellen. Das ist in meinen Augen viel zu vorsichtig. Der Arbeitsmarktbericht wird eine sehr positive Überraschung für den Markt werden heute. Übrigens könnte dies auch erneut den Euro unter Druck bringen, denn je steiler die Erholung der US-Wirtschaft ausfällt, umso schneller wird natürlich auch die amerikanische Notenbank an der Zinsschraube drehen, beziehungsweise auch wieder Kapital aus dem Markt nehmen oder zumindest weniger Kapital in den Markt hineingeben. Die Amis werden das viel früher machen als die EZB. Davon können Sie fest ausgehen, zumindest was den Zins angeht. Das lange Zinsende in den USA ist ja bereits sehr deutlich angezogen und die Fed wird dem in absehbarer Zeit auch folgen. Nicht kurzfristig natürlich, aber möglicherweise sogar noch gegen Ende dieses Jahres. Dann steigt tendenziell die Sogwirkung für Kapital beim US-Dollar und das spricht eben zunächst eher gegen den Euro. Schauen wir etwas auf Deutschland. Gestern wurde berichtet über die Orderentwicklung in der deutschen Industrie. Im November ergab sich preis- und saisonbereinigt ein Sprung bei den Industrieorders um 5,2% gegenüber Oktober. Also es ist ja ein Monatsvergleich, kein Jahresvergleich. Der Jahresvergleich liegt bei bereinigt 20,6%. Mit anderen Worten, bei der deutschen Industrie ist mächtig Dampf im Kessel. Kommen wir nun zu einigen Unternehmen bzw. Aktien. MAN, fangen wir damit mal an. MAN kann sich über eine gute Aufwertung der Beteiligung an Scania freuen. Für das Geschäftsjahr 2010 bedeutet dies eine Zuschreibung und einen Sonderertrag von etwa 357 Millionen Euro. Ganz unerwartet kommt die Zuschreibung nicht, aber man hatte vorher den Betrag noch nicht genannt. Die Aktie war vorhin gleichwohl leicht im Minus. Aixtron, die nächste Aktie. Aixtron schaffte einen wunderschönen charttechnischen Ausbruch. Der Widerstand lag bei etwa 29 Euro. Heute liegt die Aktie bei grob 31 Euro und ist damit übrigens auch einer der besten Einzelwerte innerhalb des TecDAX gewesen vorhin. Leser des Frankfurter Börsenbriefs konnten schon viel früher dabei sein. Zwischengewinn hier für uns etwa 28%. Und damit ist das Potenzial für Aixtron noch lange nicht erschöpft, denn das Kursziel liegt bei 40 Euro. Nächste Aktie, Klöckner & Co. Achten Sie auf die Aktie dieses Stahlhändlers. Hier liegt bei etwa 22 Euro der Deckel auf dem Topf. Gelingt der Ausbruch, so dürfte es recht zügig in Richtung 25 bzw. 26 Euro gehen. Also durchaus auch für Trader eine interessante Möglichkeit. Greifen Sie dem technischen Ausbruch für Trading-Positionen aber nicht vor. Als Investment-Position sind wir im Frankfurter Börsenbrief ja auch schon auf niedrigerem Niveau hier auf die Kaufseite gegangen. Kommen wir nun zum Terminkalender. Für heute war bzw. ist angesetzt Deutschland die Status-Leistungsbilanz November, ferner Einzelhandelsumsatz November, Euroland Arbeitsmarktdaten November sowie BIP drittes Quartal, das ist die dritte Veröffentlichung. Ferner für heute angesetzt Bundeswirtschaftsministerium Produktion und produzierenden Gewerbe November. Dann, und das ist das Spannende heute am Tag eigentlich für die Märkte, der Arbeitsmarktbericht in den USA oder die Arbeitsmarktdaten, sagen wir so, für Dezember. Dann außerdem angesetzt für heute Haushaltsausschuss des Senats, Anhörung von Fed-Chairman Bernanke und Angaben zur Entwicklung der Verbraucherkredite im November. Abschließend, bis Mittag dürfte im DAX nicht so sehr viel passieren. Am Nachmittag unserer Zeit kommt dann der Arbeitsmarktbericht oder die Arbeitsmarktdaten, die ich für besser als erwartet halte.
wenn sie denn kommen. Insofern sollten die Märkte mit einer eher freundlichen Note in das Wochenende gehen, den generellen Rahmen, aber verändert dies nicht. Ich bin ja schon oft an dieser Stelle darauf eingegangen. Demnächst gibt es noch etwas günstigere Einstiegskurse. Somit müssen Sie heute keine große Hektik an den Tag legen. Ich wünsche Ihnen ein gutes und erholsames Wochenende und für heute viel Erfolg an der Börse. Ihr Walter Thissen. Okay, vielen Dank. Ciao. Ja, dir auch. Danke.